Andrea, sag mal, sind da keine Leute drin im Fernseher? Wenn du so guckst und da erzählen Leute was? Nein. Die sitzen doch dahinter, oder wie ist das? Ach, du spinnst. Na, wie funktioniert denn das? Na, die sitzen einfach im SFB und dann kommt da die Kamera. Und dann werden sie gefilmt. Und dann sieht man sie im Fernsehen. Ja, dann kommt aus dem Fernseher. So macht man das. Es sei dahingestellt, ob diese Herren vor ihrem ersten Spatenstich Blutsbrüder wurden. Auf alle Fälle haben sich der Sender Freies Berlin und der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg für 2003 auf eine Fusion eingelassen. Ganz ohne Konkurrenz, versteht sich. Dort, wo jetzt SFB draufsteht, der ist ein Schlag moderner, aber nur deswegen, weil er ein bisschen jünger ist. Also was Sie nicht wissen, ist, dass der SFB-Ü-Wagen nach dem Modell des URB-Ü-Wagens dann gebaut wurde, weil sich nämlich unsere Techniker sehr früh zusammengetan haben. Beide Partner bündeln ihre Kräfte. Sie wollen in der Region und im ARD-Verbund einen gemeinsamen starken Auftritt. Dafür müssen sie einen gleichen Takt finden und ein so gut abgestimmtes Programm liefern wie die Kessler-Zwillinge. Das richtige Tempo vorgeben darf mit Dagmar Reim, die erste Intendantin im deutschen Fernsehen. Ich freue mich auf Sie, die ich neu kennenlerne, und hoffe, dass wir zusammen was Gutes hinkriegen. Zum Wohl. Zum Wohl. Doch wie ihr Vorgänger Horst Schettle sagte, wer die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit kennen. Es dauerte zunächst Jahre, bis der SFB überhaupt in der Charlottenburger Masurenallee ankommen sollte. Seine Geschichte begann im provisorischen Funkhaus am Heidelberger Platz in Wilmersdorf. Hier hatte der Nordwestdeutsche Rundfunk 1946 eine Filiale eingerichtet, weil sich das Haus des Rundfunks in Händen der sowjetischen Besatzungsmacht befand. Galt der Berliner Rundfunk als Sprachrohr des Ostens und war der RIAS amerikanisch geprägt, so entstand der NWDR nach britischem Vorbild. Doch im Kalten Krieg der frühen 50er Jahre wollte das exponierte West-Berlin ebenfalls auf der politischen Bühne und im großen Senderkonzert mitspielen. Gefordert wurde nicht nur eine freie, sondern auch eine eigene Stimme für die geteilte Stadt. Auf diesen Druck hin entstand aus der Berliner Dependance des NWDR eine selbstständige Anstalt für Hörfunk und Fernsehen. Ins Leben gerufen vom Gründungsintendanten Alfred Braun. Hier ist der Sender Freies Berlin mit seinem ersten Programm. Es ist Dienstag, der 1. Juni 1954. Schon kurz nach Sendebeginn lud die junge Anstalt im Sommer 1954 die Filmfestspiele in das Funkhaus ein. Für den Sender eine Imagekampagne, für die Stars und Sternchen ein Popularitätsgewinn. Der SFB wurde auf diese Weise schnell zum Schaufenster für Demokratie und westlichen Lebensstil. Er sah sich zwar auch als Frontstadtsender, lieber zeigte er sich als Funkbrücke nach Ost und West, über die Systemgrenzen hinweg. Wissen Sie, um den SFB richtig einzuschätzen, muss man begreifen, das war ja nicht nur ein Aufbruch der Medien, sondern es war auch ein politischer Aufbruch, es war ja ein Signal. Und das war schon eine tolle Sache, dass diese Stadt nur einen eigenen Sender kriegte. Jenseits des. Das Haus des Rundfunks hatte der SFB nie aus den Augen verloren. Aber erst 1956 wurde es vom sowjetischen Stadtkommandanten an den Westberliner Senat übergeben. 1952 hatte aber völlig ausgeplünderte Gebäude auf Kosten des Bundes wieder instand gesetzt werden. Nach der Novierung zog der SFB 1958 vom Heidelberger Platz in den nun schon geschichtsträchtigen Pölzigbau um.
Und 1965 übernahm Intendant Walter Steigner das Haus endgültig von Finanzminister Dollinger. Für die damals beträchtliche Summe von über 9 Millionen Mark. Das historische Rundfunkgebäude in Berlin kehrt in das Eigentum des Rundfunks zurück. Mit dem heutigen Tage sind wir wieder Herr im Funkhaus. Ihre Mitarbeiter, Herr Minister, waren zähe Verhandlungspartner, sodass die Endsumme, auf die wir uns geeinigt haben, erheblich über dem liegt, was wir ursprünglich zu zahlen bereit waren. Können wir anfangen? Hier ist der Sender Freies Berlin. Guten Morgen, verehrte Hörer. Rund um die Berolina. Heute ist Gästetag im Zeitfunkstudio. Das heißt, anderthalb Dutzend Stammhörer sind Augenzeugen vor dem Mikrofon. Was aber auch Sie hinter den dicken Glasscheiben nicht sehen, ist die Vorbereitung der Interviews, die ganze Zubereitung dieser Scheibe Leben aus Berlin, einer Dreiviertelstunde, die direkt, die live beendet wird. Liebe Gäste hier im Saal. Liebe Hörer, wieder mal ist soweit. Wir sagen jetzt gemeinsam einen schönen guten Abend. Und schon geht's los. Der Berliner liebt Sport in jeder Form und verlangt viel von einer Reportage. In dieser Redaktion arbeitete der Hörfunk mit dem Fernsehen zusammen. Bis zuletzt berichteten beide Medien oft gemeinsam über die Sportereignisse. Zwei Kameras vor und in Höhe der Ziellinie drehen das Rennen, während ein dritter Kameramann vom Begleitboot aus die Regatta verfolgt. Gleichzeitig spricht Herbert Schmidt seine Reportage für den Hörfunk auf Band. Drei Längen Führung, jetzt für die Mannschaft vom Berliner Ruderclub. Verzweifelt spurten jetzt die Jungen mit den roten Blättern vom großen Wannsee. Der Ruderclub am Wannsee, Zentimeter um Zentimeter wollen sie sich an die glücklicheren, an die besseren Gegner vom kleinen Wannsee heranschieben. Die Kampfesführung von Scholz ist unerhört klug und wieder dröhnt ein Gongschlag durch das Olympiastadion. Die 12. Runde nimmt in diesem Augenblick ihren Anfang. Und Scholz greift an. Prachtvoll macht er das dicht, steht da am Gegner, holt die rechte Faust heraus, die linke, und Ümes weiß nicht mehr, wo er ist. Die 12. Runde, tief aufstöhnen, steht Ümes dort drüben bei seinen Betreuern. Aufgabe! Soweit der originale Radioton von Herbert Schmidt. Hier anstelle des damaligen Kommentars zum Fernsehbericht über den Boxkampf um die Europameisterschaft 1958. Karl Friedrich Brauns war für das Radio dabei, als Rosemarie Ackermann aus der DDR beim ISTAF 1977 ihren legendären Weltrekord sprang. Und nun läuft sie an, kommt hoch und überspringt 2 Meter im ersten Versuch. Später ging es nicht mehr nur um das unmittelbare Dabeisein. Im Vordergrund stand die Inszenierung der Wettkämpfe und Athleten. Ein Glanzlicht lieferte der SFB mit der Übertragung der Schwimm-Europameisterschaft 2002. Das vielbeachtete Ereignis verlangte den Einsatz aller technischen Mittel. Begonnen hatte das Fernsehzeitalter wesentlich bescheidener. Der SFB lieferte 1954 nur wenige Stunden für das ARD-Programm. Damals galt der Werbeslogan: Radio immer spielbereit, Fernsehen nur von Zeit zu Zeit. Bei Sendestart standen über 700.000 registrierten Radiogeräten nicht einmal 1.000 TV-Empfänger gegenüber. Der Hörfunk blieb lange Zeit die publizistische und kulturelle Kraft. Mit seinen Gebühren finanzierte er den Aufbau der Television, die ihm später zum Dank den Rang ablaufen sollte. Die winzigen Räume im Turm des Tempelhofer Postgebäudes reichten bald nicht mehr aus. Der SFB zog von der Ringbahnstraße um in das Deutschlandhaus am heutigen Theodor-Heuss-Platz, das er bis 1955 zum Studio ausbauen ließ. Kontrolliert von Goebbels Ministerium wurde hier bereits von 1938 bis 1943 ein Programm der Reichspost-Fernsehgesellschaft produziert. Wir geben es zu, dass wir viel bei unseren Kollegen im Ausland und auch bei unseren Kollegen in Westdeutschland spioniert haben, um, verzeihen Sie den harten Ausdruck, für Berlin
das Neueste und das Beste für die Produktion zu haben. Die Regie war im ersten Stock, das war ein Glaskasten oben, ein verglaster Balkon. Man konnte zum Teil sehen, was unten passierte, also auch mit dem Auge sehen, aber es war meist verbaut. Alle Schwarz-Weiß-Kameras, alte Plumbum-Kameras, wie die Fachmänner schießen. Der Vorteil überhaupt beim Fernsehen, ich glaube, dass da gar nicht so viele Leute drüber nachgedacht haben, war, als Regisseur konnten sie sehen, was der Kameramann macht. Sie konnten auch seine Fehler sehen. Unterhaltungsregisseur Finnern und Bühnenbildner Lenneweit mit Amerikas Andrew Sisters. Here, there. Sisters gehen rauf, dann wechseln wir das Licht. Was ist los? I try to explain how we begin the show, how we start it. Ich bin ein Mädchen von Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich liebe das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Teer. Bonjour, Herr Mann. Sehr nett, dass Sie gekommen sind. Ich habe Ihnen viel zu erzählen, aber einen Moment bitte. Ich habe Ihnen sehr viele Neuigkeiten mitgebracht. Zuerst Frisuren, Mode, Orchideen und sehr viel Musik. Der SFB hatte nie nur eine Rolle. Immer musste er aus den Widersprüchen der Stadt Kapital schlagen. Er zeigte den Bundesbürgern und Berlinern, gerade die alte Metropole Berlin weiß, wie man internationale Showgrößen wie Katharina Valente oder auswärtige Mode präsentiert. Und das ist die Aufgabe Berlins und nichts anderes. Es soll hier nicht Mode gemacht werden, sondern das, was in Paris gemacht wird, soll hier übersetzt werden für das deutsche Publikum. Es soll tragbar gemacht werden für jede Frau. Zum Kapital der Stadt und des Senders gehörte immer auch die hohe Kultur. Schon 1958 spendierte der SFB dem ARD-Programm einen fernsehgerechten sechsteiligen Shakespeare-Zyklus. Das erregte nicht nur in Deutschland Aufsehen. In Hauptrollen Theo Lingen und Heinz Drache. Du armer Tropf, hier hat man dich geneckt. Einige werden hochgeboren, einige erwerben Hoheit und einigen wird sie zugeworfen. Ich war auch eine Person in diesem Possenspiel, wenn ich auch nur den Pastor spielte, aber es kommt alles auf dasselbe heraus. Ich räche mich an eurer ganzen Rotte. Der Sender stellte sich früh der Vergangenheitsbewältigung. Die Rolle des Soldaten und die Verantwortung jedes Einzelnen in der NS-Zeit blieben all die Jahrzehnte lang Thema in Dokumentation und Fernsehspiel. Wäre es nicht besser, wenn Sie sich auf einem solchen Treffen nicht über die Kriegserlebnisse der Vergangenheit unterhielten, sondern darüber, wie Sie zur nationalsozialistischen stehen, zur Judenfrage heute, ob sie sich distanzieren oder nicht. Viel eher wäre es für sie möglich, rehabilitiert zu werden. Das ist die Frage. Damit haben wir ja nichts zu tun gehabt mit der Judenfrage. Von uns war ja keiner im KZ als Bewachung oder sonst was. Damit hatte jeder einzelne Deutsche etwas zu tun und jeder einzelne Deutsche muss dazu Stellung beziehen. Niemand soll sagen, dass wir euch schlecht behandeln. Ich gebe dir die Ehre, Saujud, das Hoheitszeichen der germanischen Rasse mit deinem dreckigen Maul zu küssen. Und der Pfaffe da? Der soll das Kyrie lesen und dazu singen. Na, wird's bald. Und ein jüdischer Rabbi tat, was ich, der Priester Christi, hätte tun müssen.
Er stellte das geschändete Kreuz wieder her. Gleichzeitig konfrontierte der SFB Hörer und Zuschauer mit wichtigen Gegenwartsfragen. Anlässlich der Spiegel-Affäre 1962 gab Bundeskanzler Konrad Adenauer dem Sender erstmals die Ehre. Ein spätes, aber wichtiges Signal für die Anbindung Berlins an die Bonner Republik, die sich schwer tat mit dem richtigen Verständnis für die Befindlichkeit in der Halbstadt. Bitte den Stab für den Abendschau-Vorspann. Stab ist da. Ah ja, ich sehe, danke. In den Studios des Deutschlandhauses startete 1958 das Regionalprogramm mit der Berliner Abendschau, die wesentlich zur Identitätsfindung der Westberliner beigetragen hat. Aktuell, bodenständig, mit konstant hohen Einschaltquoten. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also die Abendschau war die tägliche Visitenkarte. Es gab andere wichtige Sendungen, aber die Abendschau war eben jeden Tag da. Und die Leute beurteilten den SFB auch, nicht nur, aber weitgehend, durch die Abendschau. Um 19.30 Uhr kam dann irgendwie so von meinen Großeltern, jetzt mal Ruhe, jetzt möchten wir was gucken. Und dann haben die sich eben tagtäglich eine Sendung angesehen, die für mich damals mit Kinderaugen betrachtet vielleicht nicht das Spannendste, weil ich vieles einfach auch gar nicht verstanden habe. Aber ich kriegte mit, es geht um Berlin und um einen Teil von Berlin, der, in den ich ja nicht tagtäglich rüberlaufen konnte. Da stand ja etwas im Weg und fand das sehr, sehr, sehr interessant, das also eine ganz andere Sichtweise damit zu bekommen und wusste aber auch, es geht ja eigentlich um die Stadt, in der Berlin, in der ich ja auch lebe. Die Abendschau zum Abendbrot hat Antworten gegeben auf die existenziellen Fragen, die sich den Berlinern in der geteilten Stadt stellten. Ihre Berichte vom alltäglichen Geschehen zwischen Weltstadt und Stadtteil wirkten trotz oder vielleicht sogar wegen gelegentlicher Nabelschau glaubwürdig und bürgernah. Die erste Sendung war immer die Berliner Abendschau, die richtig Gewicht hatte, hat sich natürlich sehr stark bis in den Kiez hinuntergewagt. Auf der anderen Seite war hier ständig Weltpolitik. Der Mauerbau war ja natürlich nur ein ungeheurer Einschnitt. Da haben Kameraleute des SFB praktisch die ganze Welt mit Bildern beliefert. Unser Kameramann hat 12 Wochen lang jeden Tag an der Sektorengrenze gefilmt. Er wurde mit Tränengasbomben beworfen, mit Sand und mit Steinen und Schimpfworten. Die Aufnahmen, die dabei entstanden, die meisten dieser Aufnahmen, sehen Sie zum ersten Mal. Aber den Stacheldraht und die Mauer haben Sie natürlich schon sehr oft gesehen. Müssen wir fürchten, dass es Ihnen zu viel werden könnte? Wer das hier sieht, weiß, dass es vorübergehen muss, dass es vorübergehen wird. So etwas bleibt nicht. Es ist eine Frage der Zeit, wann es zu Ende geht. Aber dass es eine Frage der Zeit ist, darin liegt die Tragödie der Betroffenen und betroffen ist das deutsche Volk auf beiden Seiten der Mauer. Es ist gut, dass die Aufgaben von Rundfunk und Fernsehen hier an diesem Punkt dargestellt werden, wo sie eine Brücke von Deutschen zu Deutschen schlagen. Und meine Anerkennung als Bürgermeister dieser Stadt gilt allen, die beim Rundfunk und Fernsehen eine nationale Aufgabe erfüllen. Da staunen Sie, Herr Bergmann, was?
Allerdings. Sogar das Vorabendprogramm beschäftigte sich mit der großen Politik im Kleinen. Die SFB-Serie Familie Bergmann schilderte die menschlichen Probleme im Osten. Wenn man solchen Ärger hat. Ärger? Ich? Na, die Geschichte mit dem Kinderspielplatz. Ihre Frau hat mir davon erzählt. Also nein, alles was recht ist. Aber sowas wäre im Westen nicht möglich. Das glaube ich. Da kommt erst gar keiner auf die Idee, mal mit anzuwarten. Ne? Warum sollten wir auch? Das ist schließlich Sache des Staates. Wozu zahlt man denn seine Steuern? Aber das war ja schon immer so hier. Tag und Nacht hatte man keine Ruhe. Mal Aufbauschichten, mal Altstoff sammeln, mal was weiß ich nicht. Na, Frau Zwietusel, soweit ich mich erinnern kann, haben Sie sich kein Bein ausgerissen, oder? Davon ist ja nicht die Rede. Aber dass man hier immer zu belästigt wurde... Von nicht kommt nicht. Wir haben eben nicht so üppig angefangen wie die drüben im Westen. Wir haben immer zu hören bekommen, oder sehr oft zu hören bekommen, wir seien provinziell und etwas betulich. Das kann ja sein, aber wir waren in der Politik sowieso immer weltläufiger als die westdeutschen Regionalstationen. Das ist ja klar, das liegt ja ganz einfach auch daran. Und wir haben ja die großen Ereignisse, ob das nun Kennedy-Besuch war oder da haben wir 6,5 Stunden live übertragen mit 36 E-Kameras, die wir nicht hatten, sondern die haben wir dann uns ausleihen müssen. Der SFB hatte vielleicht einen Ü-Wagen damals, kriegten dann einen Preis der Berliner Filmfestspiele dafür, für die beste Live-Übertragung eines aktuellen Ereignisses. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Der SFB wurde zum audiovisuellen Gedächtnis gemacht. Seine Bilder und Töne gingen um den ganzen Globus. Was hatte Berlins Bürgermeister Ernst Reuter schon 1948 gefordert? Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Im Weißen Haus in Washington überreichte, wie wir bereits gestern meldeten, der Chefredakteur des Senders Freies Berlin, Eberhard Schütz, dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, einen Fernsehdokumentarbericht über Kennedys Berlin-Besuch im Juni dieses Jahres. Der Präsident bedankte sich für den 6,5-stündigen Film und sagte, das alles ist in meinem Kopf genau aufgezeichnet. Andere Gäste waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Der Besuch von Schah Reza Pahlavi und Farah Diba löste heftige Proteste aus. Die Ereignisse am 2. Juni 1967. Schlüsselszenen nicht nur für die Studentenbewegung. Nach dem Tod von Benno Ohnesorg stellte ihr der Redaktionsleiter Ernst Schnabel seine Sendezeit im dritten Fernsehprogramm zur Verfügung. Unabgesprochen und unzensiert. Meine Damen und Herren, ich habe eine Programmänderung anzusagen. Eine Änderung, deren wir uns nicht schämen. Wir sind der Meinung, dass es Dinge gibt, die gelegentlich wichtiger sind als unser vorgesehenes Programm. Sie wissen, was sich im Zusammenhang mit dem Besuch des Schahs von Persien anderswo und in Berlin ereignet hat. Die Studentenschaft der Freien Universität Berlin hat guten Grund, Sie für schlecht informiert zu halten. Die Literarische Illustrierte widmet diesen Abend der Gegendarstellung, dem Versuch, die Wahrheit zu sagen. Wogegen wir uns wenden, das ist die Struktur selbst, das ist die Polizei als Organisationsform und das ist der Staat, der aufgrund dieser Strukturen regieren kann und der sie benutzt und einsetzt, um eine politische Minorität weitgehend aus dem politischen Willensbildungsprozess auszuschalten. Man hatte nicht unbedingt, was wenige Sender dann auch hatten, eine Handschrift, etwas ganz Individuelles, was den Sender prägte, in den Augen der Öffentlichkeit oder in den Augen seiner Autoren. Aber man war großzügig und offen, auch für Experimente. Ich fasse mal rein,
Und versuche, ob ich es erwische. So, jetzt geht's los. Bei meiner ersten Arbeit wurde ich angesprochen von dem Abteilungsleiter und der legte mir ein kleines Buch vor und sagte, hast du Lust, daraus einen Fernsehfilm zu machen? Ich habe dann alle Verrücktheiten, die mir einfielen, damit einbezogen. Und was rauskam, war natürlich nicht im strikten Sinn eine Bearbeitung von einem Theaterstück. Das war einfach eine filmische Konzeption. Und insofern auch die Großzügigkeit der Auftraggeber, die nicht das vorfanden, was sie sich vorgestellt hatten, sondern etwas Individuelles und sagten, naja, das ist eben ein Lilienthal-Film und Schluss. Literatur und namhaften Autoren der Gegenwart widmete sich seit 1965 vor allem das dritte Programm. Klaus Kammer in seiner berühmten Affenrolle in Bericht für eine Akademie von Franz Kafka. Das Erste, was ich lernte, war den Handschlag geben. Handschlag bezeugt Offenheit. Mag nun heute, wo ich auf dem Höhepunkt meiner Laufbahn stehe, zu jenem ersten Handschlag auch das offene Wort hinzukommen. Es wird für Sie nichts wie hin. Es soll die Richtlinie zeigen, auf welcher ein gewesener Affe in die Menschenwelt eingedrungen ist und sich dort festgesetzt hat. Das Interessante ist sicher im Wesentlichen in der Kultur, also in dem, was man Kulturredaktionen nennt, über die Jahre hin passiert, weil dort natürlich auch jeder, der in Berlin kulturell gearbeitet hat und hier lebte oder hier durchgekommen ist, ist durch diese Kulturredaktion sozusagen im positivsten Sinne ausgebeutet worden. Das ist eigentlich das, was auch das Hörfunkprogramm in meiner Wahrnehmung am stärksten geprägt hat. Es ist eine Stunde vor Mitternacht. Produktionszeit im Hörspielstudio. Am Regiepult Kurt Götz Pflug. Du brauchst nicht abnehmen bei dir. Spielt ja gar keine Rolle. Es hat gar kein Spiel. Im Aufstichwort, dass du anrufen sollst, habe ich das. Hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Halten Sie die Schnauze, Elgin. Schnauze halten und zuhören. Bitte, was ist mit Julie? Julie ist alles bestens. Und mit Ihnen? Haben Sie Moneten? Ja. Schön. Dann passen Sie mal auf, was Sie jetzt machen. Hören Sie, Sie sind Mensch, die ich weiß ja nicht, wer Sie sind, aber wenn Julie irgendwas passiert, kriegen Sie es mit mir zu tun. Wenn meine Julie ein Haar gekrümmt wird, hören Sie! Die große technologische Erneuerung des Radios kam ja mit der Stereophonie. Und der SFB hatte bereits eine stereophone Vergangenheit. Die erste Stereoaufnahme war 41-40-39 im Haus des Rundfunks, Karajan. Und auf diesem Arsenal, auf diesem Fundus schon des schon Geleisteten, kam man aus dem Krieg raus. Keiner hatte für Stereophonie Zeit. Wir fingen aber als Erste wieder neu an. Und wir waren ganz weit vorne. Zum ersten Mal in Deutschland wird der SFB jetzt auch eine vollstereophonische Dokumentation ausstrahlen. Über 20 Stunden Tonbänder mit stereophonisch aufgenommenen Originalgeräuschen brachte das Aufnahmeteam mit. Hühner ist der Titel der 65-Minuten-Produktion. Hier der Autor Peter Leonhard Braun links mit SFB-Ressortleiter Hans-Georg Berthold. Und die Stereophonie wurde nicht nur begriffen als eine Aufnahmetechnik, sondern als eine Ausdruckstechnik. Und so haben wir dann begonnen, in meinem Fach der Radiodokumentarsendung ganz neuartige Produktionen hinzulegen, die nicht mehr aus dem Wort funktionierten, sondern aus den akustischen Sequenzen, aus etwas sehr Sinnlichem, Fühlbarem. Und so gelang es uns dann sozusagen aus dem Lautsprecher rauszugreifen und zum Hörer hin. 20 Hühner. 5000. 50.000. 100.000.
Innovationen überraschte auch das Fernsehen. Die Einführung der Farbe machte der SFB schon am nächsten Tag zur großen Show. Ich beglückwünsche Sie, dass Sie nun als dritte Nation nach den Amerikanern und den Japanern die Freuden des Farbfernsehens genießen dürfen. Und ich danke Ihnen, besonders Ihnen, meine Damen, dass Sie sich aus diesem Anlass so farbig gekleidet haben. Wir hatten eine einzige Farbkamera in Berlin. Alle anderen ARD-Sender hatten schon Farbkameras. Und mich ärgerte das wahnsinnig. Und da bin ich zu einem Techniker gegangen, habe gesagt, sag mal, ich mache eine Sendung in Schwarz-Weiß, kann ich da nachträglich Farbeffekte reinbringen? Ja, kannst du. Und dann habe ich die Della Reese, die Sängerin, immer so fotografiert, dass neben ihr oder vor ihr Platz war. Und habe da, wo in dem Schwarz-Weißen Platz war, haben wir nachträglich so allerlei Kram in Farbe drauf gemacht. Das sah ungeheuer intellektuell aus und war eigentlich nur ein Zufall. Längst war das Deutschlandhaus zu eng geworden. Für die Aufgaben im ARD-Programm und im dritten der Nordkette wurde von 1965 bis 70 ein neues Domizil für 70 Millionen Mark errichtet. SFB, Sender Freies Berlin. Markenzeichen einer Rundfunkanstalt und zugleich eines Hauses, des Fernsehzentrums am Funkturm. Obdach für Redaktionen, technische Abteilungen, Archive, Filmbearbeitungsräume, Bühnenwerkstätten und Studios. Und Arbeitsplatz für mehr als 600 Mitarbeiter. Zusammengenommen eine Fernsehfabrik, die Programmherstellung und Sendeabwicklung unter einem Dach vereinigt. Gemessen an seinen begrenzten Gebühren und Werbeeinnahmen war der SFB im ARD-Programm gewollt überrepräsentiert. Doch die Sonderrolle des Senders wurde von den reicheren westdeutschen Anstalten großteils professionelle Routine. Neben das bereitwillige Engagement traten Versorgungsansprüche und Bürokratie. Na, das hätten wir im Kasten und dann würde ich sagen, also den letzten Schuss, den machen wir von hier oben, von der Plattform. Ich würde sagen, so, so und dann sind wir fertig. Hä? Was denn, von da oben? Nee. Das ist ja über einen Meter hoch. Das möchte ich nicht gegen die Sicherheitsvorschriften? Na eben. Sicher, hier kann doch überhaupt nichts passieren, da hopst man. Hast du mal die Sicherheitsvorschriften dabei? Na sicher. Und die Arbeitszeitordnung und den Tarifvertrag. Ja. Klaus, ich meine, ich bin ja willig. Das sieht man ja. Ich tue doch, was ich kann. Eben, ja. Weißt du was, du, ich hab's, ich ruf den Justiziar an. Wenn du mir bescheinigst, dass ich 20 Pfennig fürs Telefon auslegen musste, genau. Sonst krieg ich die ja nie wieder. Den Auslagenrückerstattungsantrag unterschreibe ich dir blind. Hm? Ja, naja, geht doch. So, ja, geht alles. Alles klar. Ist klar. Wundert mich zwar, aber ich habe mit der Rechtsabteilung gesprochen. Auf sowas liegt Versicherungsschutz, wir können also drehen. Ach, gibt also doch noch Menschen hier, wunderbar. Also Kinder, dann los, Kamera ab. Was? Na sicher, bloß jetzt nicht mehr. Guck doch mal auf die Uhr. Wenn wir das jetzt noch machen, kommen wir in die Überstunden. Und das ist nun bestimmt verboten. Anderswo schlug das Herz schneller. Nicht nach Vorschrift. Das Jugendradio SF Beat verwandelte den Sender Freies Berlin in einen Sender Feeling Berlin. Das unangepasste Team wagte auch offene Live-Diskussionen quer zu den alten Parteien. Kontroversen als Prinzip zwischen Rotfunk und Frontstadt. Auf Veränderungen und den Zeitgeschmack reagierten auch die anderen Wellen. Dadurch konnte sich der SFB Anfang der 70er Jahre als der anerkannte Ortssender etablieren. 7:24 Uhr, wir machen ein bisschen weiter mit musikalischer Frühgymnastik. Feels like rockin' tonight. Die Reform der Programmstruktur des SFB-Hörfunks unter dem Begriff Radio Frühling hat sich beim Publikum durchgesetzt. Die Fähigkeit zur Erneuerung der öffentlich-rechtlichen Anstalten, so Intendant Dr. Haus, sei dadurch bekräftigt worden. SFB 3 auf UKW 96,3 MHz. Die Einführung dieses Programms war ein wesentliches Merkmal des Radiofrühlings, gedacht als Kontrast zu SFB 1 und 2. Ein anspruchsvolles Kulturangebot mit klassischer Musik und
Andere SFB-Sendungen haben nicht unter dem neuen Programmschema gelitten. Auch deren Angebote verzeichnen einen Hörerzuwachs. Das Fernsehspiel wurde zu einem wichtigen, wenn nicht dem Aushängeschild für den SFB und verhalf ihm zu überregionaler Anerkennung. Der Sender war offen für provokante Gegenwartsstoffe. Zum Beispiel mit einer Bearbeitung von Alexander Solzhenitsyns Krebsstation. Warum soll man sich nicht seine Gedanken machen, auch über den Tod? Ich denke, solche Gedanken machen unglücklich. Und leben glücklich sein. Das ist ja ungeheuer philosophisch. Glücklich sein kann jede Katze, jeder Hund. Sich dagegen mit dem Tod auseinandersetzen. Das muss man ja nicht unbedingt auf einer Krebsstation. Wo denn sonst? Doch nicht ununterbrochen. Nein, aber ab und zu. Und gerade hier. Die Programmmacher sprechen oft von Vielfalt. Diese Vielfalt bestand darin, dass man sehr unterschiedliche Autoren hatte, die beispielsweise sich sehr einsetzten für eine politische Haltung. Andere waren wieder mehr für das Entertainment. Also es war sehr gemischt. Wie finden Sie eigentlich, dass Ihnen das Smoking gut steht? Ja, jedenfalls besser als ein Pulloverhemd. Sie sehen doch aus wie ein altgewordener Pfadfinder. Warum denn so gereizt? In Ihren Sendungen sind Sie ganz anders. Wollen Sie mich eigentlich beleidigen? Solange Sie nicht singen. Und wann singen Sie? Jetzt gleich. Was machen Sie denn da? Ich stelle Sie ab. Ich singe ja gar nicht, es war ja bloß ein Scherz. Sowas von empfindlich, der Mann. Vielfalt oder Widersprüche? Vielfalt und Widersprüche. Anything goes. Jetzt geht er darüber, wo ich ihm doch gesagt habe, dass er hierher soll. Hat er sich wieder nicht merken können. Jetzt schießt, dann sieht man schon. Getroffen hast ihn, aber nicht gescheit. Rainer Werner. Aber leben tut er noch. Musst halt noch mal schießen. Jetzt musst du ihn erwischt haben. Der ist tot! Viele Redakteure waren ja Söhne der 68er, oder besser gesagt, es waren noch im klassischen Sinn Antifaschisten, die Auseinandersetzung hatten mit ihren Vätern und so weiter. Das verschwand und die darauf folgenden waren, und ich sage das ungern, wir waren keine Funktionäre, aber sie hatten einfach einen etwas bequemeren Ausblick auf die Welt und sagten sich, naja, wir müssen nicht da provozieren und da provozieren, wir müssen die Leute unterhalten und so weiter. Also das, was sich einstellt bei einer Gesellschaft, die die Krisen vergessen hat. Das ist Michael, Reiseleiter von Beruf, 35 Jahre alt. Seine Mitarbeiterin ist Stefanie. Macht irgendeine erfolgreiche Sendung, egal was die Leute, die hohen Anspruch stellen, dagegen sagen. Jetzt mit meinem Apparat. Na gut. Ah, aber ein bisschen freundlicher, Direktor. Auch das tut mir aber leid. Ich glaube, wir filmen es alle.
in die Ferne schweifen, wenn das Schöne ist so nah. Berlin-Pohe auf festem Programmplatz, zusammen mit dem Telebärchen und der Werbung. Was der? Ach du dickes Einer, das ist ein kleines Monstrum. Moin, Oma. Mach, mach. Es ist höchste Zeit, dass du kommst. Du bist wieder ein ganz verrückter Tag heute. Ich muss gleich raus nach der Hasenheide. Komm, zieh mal schnell durch. Bockwurst, Knacker, Wiener, Buletten. Quatsch, was soll ich denn ziehen? Du wirst mich bescheißen. Hast du den Druck, wie ich das eben gemacht habe? Ja. Aber voll, du. So bleibt das auch. Das jolt richtig für die Erinnerung. Aber unnatürlich und künstlich. Kunst ist immer unnatürlich. Eon, hoch die Mühle, Aufnahme, los. So, meine Herrschaften, das war's. Und damit verabschiedet sich Otto Krüger endgültig als Berliner Wurstfahrer. Der SFB war für West-Berlin so wichtig wie das Trinkwasser. Er war tatsächlich von morgens bis abends Teil der Gesellschaft hier. Und das war die große Leistung. Er hat Berlin überhaupt erst sichtbar gemacht in der Bundesrepublik mit damals ja noch Fernsehfilmen, von denen man sah, dass sie aus Berlin kamen. Wir haben ein Kind. Ah, was macht denn Ihre Frau? Die studiert. Hab ich mir doch gedacht, dass Sie hier sind. Ihnen Glück, dass ich Sie finde. Was ist denn los? Setzen Sie sich der doch. Der Teufel ist los. Das ist Herr Grollmann, unser Hausmeister und nebenbei mein Freund. Bis recht einmal, Arnold. Ich will Sie ja nicht groß stören, aber ich habe einen Fall für Sie. Einen ziemlich dringenden sogar. Da drüben sitzt er. Aber Sie wissen, dass Sie totalitär überlastet sind. Ich weiß. Aber das ist was anderes. Das müssen Sie mir glauben. Die Dame ist nämlich meine Schwester. Mein Mitarbeiter kam eines Tages, sagte, du, ich kenne den Jurek Becker, den Schriftsteller. Der hat eine Idee. Und da könnten wir den Manfred Krug auch holen, was der Intendant wollte. Und daraus entstand Liebling Kreuzberg. Da ist der Witz, dass der SFB dann plötzlich kein Geld mehr hatte. Und da haben es die Unterhaltungsabteilung entstanden ist. Deutsche Wertarbeit. Das Dilemma der Systeme, der Riss durch den Menschen, blieben als Thema ständig präsent. Regisseur Peter Beauvais erzählt von einer Übersiedlerin aus Ost-Berlin, wobei er gleichzeitig dem Westen einen Spiegel vorhält. Ich bin hier in den Westen gegangen und jetzt will ich hier auch allein zurechtkommen. Das kannst du auch, wenn du hier wohnen bleibst. Wie willst du das alles bezahlen? Der Kredit reicht doch gerade für den Abstand. Du brauchst noch Sachen und verreisen willst du ja auch noch. Hier, koste mal. Ich fange in der Piepshow an. Was? In der Piepshow? Willst du da strippen? Meinst du, ich will da sauber machen? Ist das dein Ernst? Ich weiß gar nicht, warum ihr euch so darüber aufregt. Ich tue nur das, was hier jeder tut. Ich verkaufe mich so gut wie möglich. Ich mache das nur nach Feierabend, mal für eine Stunde oder am Wochenende vielleicht. Mir kommt das ziemlich überspannt vor. Ja, mir auch. Ich nehme dir das auch nicht ab. Wieso? Hört mal zu. Eins habe ich in der kurzen Zeit, die ich hier bin, schon begriffen. Ob du ein Linker bist oder ein Rechter. Ob du dich für einen Christen hältst oder einen Atheisten. Das Einzige, was hier wirklich zählt, ist, ob du Kohle hast oder nicht. Das Politikmagazin Kontraste warf seit 1968 den Blick hinter den eisernen Vorhang. Hier sah man die Folgen der deutschen Teilung manchmal als dramatische Wirklichkeit. Weil aber die Mächtigen auf Vormundschaft beharren, Mündigkeit verweigern, sehen viele ihr einziges Heil nur noch in der Ausreise und wenn die verwehrt wird, in der Flucht. Ein ausländischer Tourist filmte vor kurzem zufällig diese Szenen. Die vier DDR-Flüchtlinge, drei Männer und eine Frau, waren zunächst unbemerkt über Dächer und Zäune bis an den östlichen Uferrand gekommen. Doch die Spree gehört hier in voller Breite zu Ost-Berlin. Auf einem Schnellboot nähern sich bewaffnete Grenzsoldaten. Die drei jungen Männer haben das Westufer erreicht. Nur der flüchtenden Frau fehlt kurz vor dem Ziel die Kraft, sich an der Ufermauer hochzuziehen. Später berichtete sie: Ich habe gedacht, der kann doch nicht einfach schießen, weil er eben gesagt hat, er schießt. Er hat die ja richtig angeladen und gesagt, ich soll rauskommen. Aber ja, dann hat der eine meine Hand genommen und hat gesagt, jetzt kannst du sowieso nicht mehr schießen, die Hand ist schon im Westen, und hat mich dann rausgezogen. Und dann sind sie gerannt mit mir, weil er das Stück nach Osten gewesen ist.
In seinen Informationssendungen und vielen Dokumentationen hat der SFB den Fokus der Kamera und die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf ganz unterschiedliche Schicksale gelenkt und Diskussionen ausgelöst. Ich bin 1,15 Meter. Mein Name ist Ortrun Schott. Ich bin am 10. Juni. Ich erwarte von dem Film, dass er die Öffentlichkeit informiert und Vorurteile uns gegenüber abbaut. Zu diesen Vorurteilen gehört, Kleinwüchsige seien eine eigene Rasse oder ein eigener Stamm. Deshalb nennt man uns oft Lilliputaner oder Zwerge. Tatsächlich ist Kleinwüchsigkeit eine Wachstumsstörung, also eine Behinderung. Andere Sendungen hingegen spekulierten bewusst mit Schaulust und Tabubrüchen. Bitte, 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 wir zeigen auch das. Sagen Sie jetzt Ihren Teil dazu. Ich bin jetzt in Kassel gewesen bei der Documenta und da hatte ich drei Auftritte zum Thema Ich bin der deutschen gesuperte Sau. Und da hatte mir eine Frau vorher geschrieben, was ich Ästhetik halte. Und da bin ich mit einmal so böse geworden, weil ich gedacht habe, die Natur ist die Natur. Und einen alten Baum gucken wir ehrfürchtig an. Ein junger Baum... So, ich darf mal jetzt hier weitermachen. Das wird mir sonst einfach zu lang. Und ich möchte mal... Es handelt sich sowieso ums Ficken. Ich will mich aus dieser Verantwortung nicht wegstehlen. Ich möchte aber auch mal Ihre Meinung hören, wie wir weiter verfahren sollen, wenn die Sendung also in der Weise entgleitet, nach meiner Meinung. Ich finde das schamlos und würdelos, was Sie da machen. Und es verletzt mich, wenn Sie sich hier so aufführen. Ich glaube, das ist also in gewisser Weise, wenn ich es nicht falsch verstanden bin, bin ich sehr froh, dass wir praktisch einmal erleben, wie solche Demonstrationen verlaufen und wie sie Kommunikation ermöglichen oder auch begrenzen. Unästhetisch. Der Mund, bin schon so lange hier, weil du mich noch nicht nach meinen Haaren gefragt hast. Wir haben das geübt, ich habe ihn vorsichtshalber besucht. Wir sind zwar Intellektuelle oder wollen das sein. Und wenn wir da nicht die Klamotte benutzen, wo so gutes Publikum da ist, sind wir schön dumm. Das andere können wir ja immer noch machen, wa? Bis jetzt hat man dich nur gehört. Und wenn man dich hört, ist eigentlich kein großer Unterschied zu früher. Wenn man dich sieht, ist ein Kleiner da. Kleiner ist ja dezent, ja, sei doch nicht so. Guten Abend, ihr lieben Menschen aus Ost und West. Guten Abend im Widerstandsnetz. Schauen Sie mal, Geist, richtig schöner Geist, findet in Deutschland in Radio und Fernsehen zur Gespensterstunde statt. Oder auf dem Kanal 39. Der kleine Mann muss schlafen. Die deutsche Gehirnpygmäenzucht fürchtet nichts mehr als Zusammenhänge begreifen. Der Provokateur Wolfgang Neuss steht für eine latente Prise Anarchie und zugleich für eine lange Satire-Tradition im SFB. Wolfgang Gruner und Dieter Hildebrand haben noch nicht einmal den eigenen Auftraggeber geschont. Dieter, komm raus! Hier sind welche. Der Sender wird mir wirklich immer sympathischer. Er ist ja auch sympathisch. Und weil er mir so sympathisch ist, da rufe ich, wir brauchen mehr Geld. Nein, der Sender meine ich. Ach so. Ja. Nein, ich meine was anderes. Ich rufe zu den Leuten vom SFB, rufe ich, haltet euer Betriebsklima. Es kann sein, dass der rechte Korridor nicht weiß, was der linke tut. So. Also das ist ja auch gar nicht wahr. Die sitzen doch alle in der Kantine. Was? Die stehen doch alle in einem Paternoster. Nicht religiös werden hier. Nicht religiös, das wäre ich nicht. Da habe ich schon viel Ärger damit gehabt. Ja, nee. Paternoster ist doch das. Ist doch der. Das ist also das Gegenteil vom Flaschenzug, nicht? Der Flaschenzug, der befördert immer nur zwei Flaschen. Wissen Sie, damals, als die politischen Parteien das Fernsehen noch gar nicht entdeckt hatten, ne? Da konnte man noch vieles machen. Aber heute ist das alles ganz anders. Jetzt hat Ihnen ein wahnsinniger Karrierist hat Ihnen gesagt, man muss nicht nur von allen Seiten an ihm herum, wie an einem kaukasischen Kreidekind. Und jetzt ist es schon so kaputt und nun zeigen Sie auf die Trümmer und fordern ein neues. Fantastisch, was? Es war eben doch ein sehr parteiengeprägter
Sender und nach meiner Wahrnehmung vermutlich der am meisten parteipolitisierte, nicht von einer Partei, sondern von allen zusammen innerhalb des ARD-Verbundes. Es gibt auch andere Sender, die sehr scharf politisiert, parteipolitisiert sind, aber keiner ist so hingerichtet worden auf die Interessenlage der politisch Mächtigen in der Stadt wie dieser Sender. Das ist, als ich einige Jahre meines Lebens hier Senatssprecher war, leider nie gelungen. Und wir haben uns lieber die Zunge abgebissen, als etwa den Intendanten, den Programmdirektor oder den Chefredakteur anzurufen und zu sagen, wir wünschen uns eine bessere, angenehmere Berichterstattung. Wenn Kalamitäten im Land sind, so sollen sie kaschiert werden und nicht vor aller Welt ausposaunt. Ihr und jeder Mann soll natürlich seiner Majestät jederzeit die Wahrheit berichten. Aber vor der Welt müssen alle Kalamitäten als Bagatellen dargestellt werden. Merkt euch das. Man kann die Macht fordern. Der Sender hatte sich stets Meinungsfreiheit bewahrt und fühlte sich, allein schon in Hinblick auf die DDR, Demokratie und Aufklärung verpflichtet. Sir, führen Sie die Aufklärung ein. Ach, Minister Mondschein, ich schulde dir mein Glück, mein Reich. O teuer, gescheiter Diener, man sollte sofort ein Edikt in großen Buchstaben allen Ecken anschlagen lassen, dass von Stund an die Aufklärung eingeführt ist. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Personelle, wir sind der VP. Bei der friedlichen Revolution in der DDR konnte der SFB noch Mediengeschichte schreiben. Er reagierte als erste TV-Station und am intensivsten auf die historische Wende und die Grenzöffnung am 1989. Mit der Abendschau, den Brennpunkten für die ARD und den Sondersendungen für das dritte Programm lief der SFB zur Höchstform in der aktuellen Berichterstattung auf. Die Programme hatten Öffentlichkeit für die Auf- und Umbrüche hergestellt und zur Annäherung beigetragen. Der Sender hatte auf diese Weise schon viel für das Zusammenwachsen der beiden Stadthälften geleistet, bevor er 1992, nach dem Ende des DDR-Rundfunks, zur öffentlich-rechtlichen Anstalt für ganz Berlin wurde. Wir haben Berlin relativ schnell als ein Ganzes betrachtet und auch die Vielzahl der Erfahrungen, Probleme, Ereignisse, Erfahrungen haben wir auf ganz Berlin transportiert und haben, denke ich mal, ein bisschen hoffentlich auch dazu beigetragen, dass man nicht vom Ostteil oder Westteil, sondern wir sind in den Bezirken. In den Bezirken dieser nun großen Stadt. Der Deutschen Vereinigung aber musste der SFB ein anderes Selbstverständnis finden. Die Stimme der Freiheit aus dem Biotop West-Berlin war plötzlich nicht mehr zeitgemäß. Zudem zwangen geringe Werbeeinnahmen und ein gekürzter Finanzausgleich zu Rationalisierung und Personalabbau. Trotzdem behauptete sich der Sender auf dem heiß umkämpften Medienmarkt der Hauptstadt. Mit neu strukturierten Radiowellen und einem eigenen Regionalprogramm unter dem Slogan Für Berlin, aus Berlin. Ich glaube, die schwierigste für den Sender waren die letzten 10 Jahre. Da hat er gewöhnlich werden müssen und hat sich nicht mehr mit irgendwelchen zusätzlichen Epauletten schmücken können, ein Sender an einem Ort zu sein, der in irgendeiner Weise besonderer Art ist. Und ich finde gerade diese letzte Dekade dann, wenn man sie sich genauer anguckt, eine sehr respektable Leistung. Das Programm hat wirklich angefangen zu dominieren. Thank you.
Es ist eine andere Form von Radio geworden. Es geht viel mehr aus dem Radio raus zu dem anderen rüber und zurück. Es ist eine andere Form, Radio zu machen. Nicht mehr ein Katheterradio, wo jemand steht, der klug ist und weiß der Teufel was alles und bläst etwas rüber, sondern es sind Austauschprozesse. Was geschieht nun nach der Fusion und dem Ende des SFB mit all den Sendungen, die so viel Stadt- und Mediengeschichte in sich tragen? Wie wäre es mit einem Platz in der Mediathek des Filmmuseums? Hier könnten die Berliner und ihre Gäste das Programm jederzeit wiedersehen. Oder muss das Publikum darauf warten, bis das eine oder andere Stück als Wiederholung auf dem Bildschirm erscheint? Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Oh, ich sehe dich ständig. Wo? Ja, immer wenn Sie unsere Fernsehsendung wiederholen. Ach, du meinst auf dem anderen Kanal? Heute ja. Abend etwa auch? Nein, nein, aber das muss reiner Zufall sein. Hm. Glaubst du, dass sie uns in 10 Jahren auch noch wiederholen? Wie ich das Fernsehen kenne, schon, aber ob sie uns dann noch wiederholen? Was drin war, heute in uns. Leben heißt anfangen, immer wieder neu anfangen, an jedes Ende einen neuen Anfang setzen, bis ans letzte Ende. Und das gibt es nicht. Informativ. Und auch die Programmauswahl ist eigentlich von jedem etwas. Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass bei der Zusammenlegung das dann ähnlich bleibt oder noch besser wird. Welche Rolle hat denn der SFB in Ihrem Leben gespielt? Eigentlich eine große Rolle. So nach der Mauer und so war das eigentlich eine große Rolle. Da gab es immer die schönste Musik. Haben Sie auch eine Lieblingssendung im SFB? Ja, das ist hier die Anrufbeantworter, sehe ich sehr gerne. Und dann hier mit Uli Zelle da, Berlin Live. Sportpalast am Montag. Regelmäßig, ja? Ja, jeden Montag. Aus welchem Grund? Naja, weil da auch immer mit Theater kommt, Berichte und sowas. Also das nehme ich auch immer auf. Wie ist es mit dir? Guckst du gerne SFB? Nö. Eigentlich die Sendung für den Berliner, würde ich sagen. Da kriegt man alles zu hören und zu wissen, was man braucht. Berlin,
Eine Stadt der Gegensätze. Eine